viele Grüße aus dem Atelier. Na, was hab ich denn hier? Könnt ihr es erkennen? Jetzt vielleicht? Was ist denn das? Ein Brötchen? Nein, Kartoffeln. Heute möchte ich mit euch Kartoffeldruck machen. Dazu brauchen wir natürlich Kartoffeln, einen Zahnstocher oder einen anderen Spitzengegenstand, einen Pinsel oder einen Schwamm und ein Messer. Da gibt es solche Cutter oder ein Küchenmesser. Dann natürlich Papier. Und ihr müsstet solche Farbtabletten haben. Ein paar alte Deckel von Gläsern und ein wenig Wasser. Habt ihr euch eben auch gefragt, für was diese Deckel sind? Diese Deckel sind für die Farbtabletten. Vielleicht erinnert ihr euch, im Kindergarten sind diese Farbtabletten auch in kleinen Plastikbehältern. Und diese Deckel eignen sich super dafür. Als erstes schneide ich alle Kartoffeln durch. Manchmal längs und manchmal quer. So haben wir manchmal eine große Fläche oder eine kleine Fläche. Natürlich hängt das auch noch mit der Größe der Kartoffel zusammen. Nun mache ich meinen Pinsel nass und löse die Farbe. Danach male ich damit meine Kartoffel an. Wenn es für dich leichter geht und deine Farbtablette ordentlich nass ist, kannst du die Kartoffel auch darüber reiben. Und jetzt wird es spannend. Jetzt machen wir unseren ersten Druck. Leicht aufdrücken. Und da ist er. Merkt ihr die Unterschiede? Manchmal ist das Grün ganz intensiv und richtig flächig. Manchmal ist es nur noch zart. Woran liegt das wohl? Findet es raus. Jetzt habe ich etwas mit meiner Kartoffel gemacht. Ich habe die Ränder leicht eingeritzt und kleine Ecken rausgeschnitten. Vielleicht helfen dir deine Eltern dabei. Mal sehen, wie das aussieht. Das könnte ein Blatt sein. Aber ich muss zugeben, es sieht auch ein bisschen aus wie ein Coronavirus. Eben habe ich mit dem Zahnstocher noch ein Gesicht in meine Kartoffel geritzt. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Das tun wir jetzt mitten in unser Blätterwald rein. Spannung. In diese Kartoffel habe ich mit dem Messer lauter Schnitte reingemacht. Ob man das nun beim Druck sieht, das weiß ich nicht. Wir schauen mal. Und was glaubt ihr, sieht man das? Ich bin gespannt. Vielleicht war da zu viel Farbe dran. Drucken wir sie nochmal. Wie viel Drucke kann man wohl mit einer Kartoffel und einem Farbauftrag machen? Wie lange druckt eure Kartoffel, ohne dass ihr wieder neue Farbe aufnehmt? Er wird immer ein wenig anders.
Und langsam kommen die Striche zum Vorschein. Das war der erste. Da hat man noch nichts gesehen. Was soll das denn bloß geben? Ein Dreieck? Eine andere komische Form? Eine Zickzack-Kartoffel, die einfach in der Mitte durchgeschnitten worden ist? Und eine halbe Kartoffel mit einem Loch drinne? Habt ihr eine Idee? Ich probiere mal aus, was da draus wird. Das sieht gefährlich aus, ne? Ich weiß auch noch nicht genau, was es ist. Was erkennt ihr denn darin? Ein gruseliges Monster? Vielleicht ist es aber auch ein Löwe. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal probieren, Gesichter von Menschen oder Tieren zu machen, indem ihr einfach nur einzelne Formen dafür benutzt. Jetzt streckt euch die Zunge raus. Hier nochmal etwas mit einer ganz einfachen Kartoffelform. Was wird denn das? Hier wiederum habe ich ein kleines Herz geschnitten. Später, wenn deine Bilder getrocknet sind, kannst du auch noch einen Stift nehmen und ein paar Sachen dazu malen. Vielleicht erkennst du gleich, was es wird. So, und mit diesen drei lustigen Kameraden sage ich nun Tschüss.